Willkommen zu Witcher 3. In der letzten Folge haben wir versucht, Ciri vor der wilden Jagd zu schützen und haben dabei Vesemir verloren. Und hätte Ciri nicht eingegriffen, hätte es wahrscheinlich noch ein schlimmeres Ende genommen. Ja. Wir sollen mit Avalach reden. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Darüber streite ich gerne mit dir. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Ja, ich will die auch nicht dabei haben, aber wir haben wohl keine Wahl. Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhardt, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Ich vertraue der Loge kein bisschen, aber es sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Ja. Haben wir auch nicht. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lasse mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Sie hat ja recht. Aber ich glaube nicht, dass er alleine gegen die wilde Jagd ankommt. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cirael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ein sehr großes Mundwerk hat sie. Ich gehe ihr besser nach. Warte, sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Stimmt schon, wenn man sagt,
Nach der Schlacht ist vor der Schlacht, ne? Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Zirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? Bis klar. So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Ich schon. Lol. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Es gibt eine bestimmte alte Methode. Wesemir hat sie mir beigebracht und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Druiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Das wirst du bereuen. Hey, das ist unfair. Nulpe! Das werden wir ja sehen. Fang mich doch! Guter Wurf! Schluss mit lustig. Wo ist er denn? Guter Wurf! Das wird dir noch leid tun. Dann nehme ich einen Schneeball auf. Hallo, wie nehme ich einen Schneeball auf? Schon wieder hin. Oh, ich werde dich vernichten. Hey, das ist unfair. Oh, jetzt bist du fällig. Mist. Hey, das ist unfair. Oh, jetzt bist du fällig. Na komm schon. Haben wir es ja doch noch geschafft. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke.
Freut mich, wenn ich helfen kann. Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist. Ablenkung ist die beste Medizin. Geralt? Geralt! Wach auf! Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung. Klär mich auf. Ja, bitte. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Gute Frage. Woher weißt du das alles? Von Imlerit, dem Sabbat? Avalach. Er hat mir von unseren Jägern erzählt. Er sagt, Wissen allein macht den Unterschied. Komm, wir reden unterwegs. Also gut. Geh vor. Bereit? Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann, ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahnenberg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Ob das eine gute Idee ist? Wir werden sehen. Leute, ich will meine Punkte leveln. Das ist dieser Berg mit diesem großen Baum, wo wir nicht hingekommen sind. Ich erinnere mich. Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herrinnen des Waldes. Oh die Gott. Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Er hat seine Frau gefunden und weit weggebracht. Anna. Es ging ihr nicht gut. Eine Schande. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf den Berg. Okay. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Ja. Avalach ist ein guter Lehrer. Okay. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen, wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe. Meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein.
Okay, gehen wir. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlarit. Die Bauern in Velen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. So, warte mal kurz, ich will jetzt erstmal leveln. Halt falsch. Ich darf das jetzt machen. Nicht bloß alles auf Zeichen gehen, ein bisschen Angriff brauche ich doch schon, ne? Mal gucken. Ist voll. Voll. Erstmal so. Und kann ich denn schon meine ein Level braucht man noch. Okay, Siri, ich folge dir. Avalach behauptet, dass Imlarits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Okay. Nicht überraschend. Immerhin war er Avalachs Schüler. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, Siri. Soll ich schießen? Der Weißhaarige hat mal den Herrinnen gedient. Aber er ist ein Fremder. Sind ja vier Gegner. Die Mumen und der. Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Na gut. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden, wie wir das Tor aufkriechen, ne? Des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Ja.
Du hast ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Okay. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Glaube ich. Eure Kinder. Warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Dann machen wir dann hier genau weiter.